Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Pünktlich zur Weihnachtszeit, 3 Tage vorher, wir sind wie immer sehr früh dran, machen wir ein Weihnachtsvideo und schon länger schwirrt die Idee in unserem Kopf rum, einfach mal alles in Geschenkpapier einzupacken, weil ausgeklügeltes Weihnachtskonzept haben wir uns gedacht. Und ja, Michelle hat sich Gott sei Dank wieder mal bereit erklärt zu modeln und jetzt haben wir dank Michelles Schneider- und Modedesign-Erfahrung konnten wir tatsächlich so ein richtig geiles Outfit zusammenstellen. Und ich habe nur gebastelt. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ja, und dann legen wir los mit einem kleinen Konzept auf Papier und da habe ich mal kurz getestet, wie diese Falten da funktionieren, die so nach innen gehen. Und habe es dann auch irgendwie hinbekommen und habe dann auch schon mal das angefangen, den großen Rock so zu falten mit diesen Innenfalten. Dann kam auch die Michelle dazu und hat mir geholfen und dann haben wir den Rock einfach oben mit Klebeband festgeklebt und ja, sieht schon aus wie ein Rock. Währenddessen hat Michelle übrigens das Oberteil gebastelt. Ich habe hier mit Klebeband an mir quasi einen Abschnitt gemacht, um quasi so die Körperform anzupassen und habe ich es hier auf dem Papier gemacht. Genau, es wird dann später an mir quasi angebracht. Ja, weil Michelle nicht alles kann, hat sie auch noch eine Ausbildung als Modedesignerin. Ja, und dann haben wir einfach fröhlich gebastelt. Ich habe hier Schleifen gebastelt und auch so ein Haarband noch. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also man nimmt einfach das Papier und knüllert es zusammen. Und ja, worauf ich geachtet habe, ist, dass man wenig weiß, also wenig Hintergrundfarbe sieht. Dann habe ich immer alles doppelt genommen. Und ja, das Papier haben wir übrigens von TK Maxx gekauft. Das ist so eine 20-Meter-Rolle. Das hat gut gepasst und die hat irgendwie 12 Euro gekostet. Das ist also eigentlich kein schlechter Deal für so viel Dekoration. Man muss halt ein bisschen basteln. Ja, und hier haben wir schon den Rock gefertigt und die süße Schleife und das Ding da hinten ist der Gürtel. Also das da ist der Gürtel. Ja, dann ging es weiter und wir haben den Hintergrund beklebt, also einfach das Papier an die Wand gebracht und dann haben wir Michelle ihr Outfit zusammengeklebt. Sieht übrigens nur von vorne gut aus, aber das macht ja nichts. Ja, und so sieht es dann aus. Das sieht so nice aus. Ist auch richtig nice. Ja, mein großes Geschenk, Michelle. Ja, und dann haben wir einfach losgelegt mit dem Fotografieren. Am Anfang wollten wir nur Tageslicht nehmen, aber dann haben wir noch eine Lampe dazugestellt, damit wir einfach von links noch ein bisschen mehr Licht bekommen und das natürlich, ja, das Bild einfach ein bisschen schöner ausleuchtet und das hat gut funktioniert, wie ich finde. Und ja, lehnt euch zurück, schaut euch die Ergebnisse an und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten oder ein frohes Fest oder frohe Feiertage. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch herzlich für alles und bis bald. Tschüss! Ja, auch wie das aussieht.